Ach, die sind gar nicht mehr eingefroren irgendwie für eine Dauer. Fällt mir gerade auf, die sind... Von wo kam eigentlich mein Einfrieren? Zusätzlicher Eisschaden von diesem glänzenden Amulett. Bom, 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 bom. Na hier, die sind nicht bleiben. Achtung! Na, der ist jetzt... Der gerade... Ja, man trifft den. Und... Was liegt denn da? Ich weiß gar nicht, was da liegt. Irgendein Handschuh liegen da. Rüstung, aha, Erholungsgeschwindigkeit nach Schwer. Na, aber 50. Wie viel? Ah, die sind doch noch besser. Schon noch ein deutliches Stück. Wow, 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 wow. Also erstmal heilen wir uns. Oh, Level 17. Ah, erstmal Feuer. Bekämpfe Ork mit Feuer. Das ist ein wundervolles. Woher kommt dieser Nahkämpfer jetzt angerannt? Ich habe nur den Schuss erledigt. Das ist verdammt nervig. Wenn er nicht trifft. Mein Gott. Vielleicht solltest du nicht alles einsammeln. Vielleicht solltest du. Am Ende beschwerst du dich wieder, dass der Rucksack zu voll ist. Ich fresse halt. Der Rucksack ist gar nicht zu voll. Das kann man wegwerfen. Das kann ich eh nicht benutzen. Das kann man wegwerfen. Siehst du? Was habe ich? 37.000 Gold. Ich kann eigentlich alles wegwerfen. Aber ich erlege den jetzt auf die Distanz. Jedes Mal bevor... Jetzt zeigt mir... Genau, da. Ich wollte sehen, wie viel Leben er hat. Damit ich sehen kann, wie lange er noch überlebt. So, und jetzt auf das Viech. Komm her. Komm her. Ich sehe doch, dass ich was treffe. Das ist dummes Viech. Na also, Steintroll, du bist der Nächste, der hier sterben wird. Aber so schön große Animationen bei diesen Viechern. Also, wenn man so richtig in der Sturm nicht einfach hier, sondern wenn man so ein bisschen eine flinke Bewegung hier auch immer auf den Beinen bleibt, dass er nicht so einfach ausgenockt wird hier und so eine Drehung und so rumhüpft. Autsch. Und da liegt er am Boden. Und weiter geht's. Zack. Bis der Steintroll am Boden liegt. Bis wir seinen Kopf in unseren Händen halten. Bis die Schlacht gewonnen wird. Hey, die Rüstung hier sieht aus, als hätte sie genau deine Größe. Nee, die nehme ich mit. Die nehme ich nicht mit. Die ist nicht mal... What? Was war das denn für? What? Das würde irgendwas mega fettes stampfen. Da waren doch zwei Stampfgeräusche. Autsch. Dummes. Zack, zack, zack. Ach, den fängt er. Der wird zuerst ausgeknipst. Ja, ist ja gut. Am Boden liegen kannst du noch halt nachschlucken. Das ist schön. So, jetzt seid ihr beiden auch endlich mal dran. Ihr drängt ja die ganze Zeit danach. Auch mal erledigt werden. Verdammt nochmal. Get a Dutch. Was ist das denn hier? Geschicklichkeit ist so weit unter dem anderen, dass das Gnatsknifu. Da ist noch eine Truhe. Oh. Da ist Gold in der Truhe und ganz viele Mana-Tränke. So viele Mana-Tränke werde ich nie in meinem Leben brauchen. Ich bin kein Magier. Doch schon, aber ich bin kein Magier, der so viel Mana braucht. Wenn ich die ganze Zeit meine Feuerbälle schleudern würde, dann würde ich mehr Mana brauchen, dann würde ich auch die ganze Zeit Mana schlucken. Aber so jetzt. Dann hätte ich zwei Klassen genommen, die beide Mana brauchen, dann hätte ich jetzt ganz viel Mana gebraucht. Und würde ständig Mana-Tränke schlucken müssen. Vorsicht! Autsch! Au, ich sollte mal wieder einen Heiltrank nehmen. Dass mich so ein jämmerlicher Bergstampfer zu Boden bringt. Das kann's ja wohl nicht sein. Oh, bald wieder ein Level. Oh, Wasser nicht. Oh, ich hab dich gar nicht bemerkt. Du bist ja auch da. Aber der Batzer genug. Und diese. Oh, zwei Verstecke nebeneinander. Schuhe! Schuhe. Und was für welche? Und was ich schätze, für deine welche? Alten Latschen haben ausgedient. Rüstung 75? Sind das Schuhe? Ja. Oh. 39, Rüstung bis 10. Das erhöht meine Rüstung dann um. Ja.
ist auf jeden Fall, also diese Geschicklichkeit, aber dann ist meine Geschicklichkeit noch weiter unten. Ich muss halt irgendwas mal auch gleich finden. Was ist das für ein Ding? Ist das ein Bogen? Gedankenschneller Wurzelstab der Gesundheit. Resistenz gegen Gifte, Zaubergeschwindigkeit, naja, ne. Ich bin ja kein Magier. Naja, doch schon, aber nein. Den Satz hatte ich leider schon. Ich muss nicht immer wieder ständig dasselbe sagen. Meine Zuschauer sind ja nicht so dumm wie Leute, die Naruto gucken. Denn da muss alles 200 Mal gesagt werden. Und an der Stelle, wo es 99 Mal gesagt wurde, habe ich auch gehört. Wow, er heilt ihn. Ha! Statt einen Feuerball zu werfen, heilt er ihn. Was für ein Vollpfosten. Hätte er mich fast erledigt. Naja, eigentlich nicht. Okay, du darfst als nächster. Und dann ist mich noch ein bisschen angelaufen. Es wird auch immer auf, die werden immer auf Eis zu sein, weil die ständig nicht getroffen werden. Ah. Und jetzt hat er Angst. Vor Angst, vor Licht habe ich immer Angst. Sobald man mal erleuchtet wird, dann senden die weg, als ob die noch nie eine Erleuchtung gesehen hätten. Oh, so schön kombiniert. Schlag, Feuerball, Schlag. So, und jetzt. Es ist endlich soweit. Flächenschaden. Wow. 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 So, und hier machen wir weiter elementar. Lustig. Hier danach könnte ich direkt, also so schön dann drunter, ohne dass ich hier irgendwo noch skillen müsste, könnte ich von Äxten und so, aber ich stehe mir auf Schwerter eigentlich. Ich stand schon immer mehr auf Schwerter. Ah, die hier sind alle tot, sehr schön. Was aber nicht tot ist, ist das da. Warte. Ich kann ja noch das hier. So, Geschicklichkeit, Intelligenzlichkeit. So, jetzt ist der Schaden auf 98 gestiegen. Achso, die 2, ich dachte die 2 wegen, weil das also auf Stufe 2 nicht, ich weiß das ja gar nicht, auf Stufe 2, sondern auf Stufe 1, aber das ist, weil der Schnellknopf 2 also auch belegt ist. Ja, komm schon. Ah. Warte. Was zur Hölle mache ich denn da? Zuerst muss der Magier erledigt werden. Was für ein Helm! Was für ein... Nimm mal, dann kannst du endlich diese Schutzfigur an den Kopf absetzen. Das gibt's ja nicht. Was ist das hier für ein Magierlager? Bäh!